Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier gerade irgendwo in Thüringen. Dritte Erscheinungsform. Ich werde mal ein bisschen Mais häckseln, ne? Und gleich mal Ballen pressen. Oh, das wird schwer. Ja, das machen wir manuell. Ja, hofft man, dass wir jetzt hier. Hier ist Wasser. Ist doch ein extra Mod drauf, ne? Überall, wo Sekten sind, da. Schnell fahren. Ist ja ein relativ kleines Feld. Und da wollen wir nicht so schnell fahren. Beziehungsweise sind wir schnell. Weil der Bunker ist so klein und der dreht zu langsam, ne? Jo. Das funktioniert ganz gut so. Ich denke mal, 5 km/h sind ausreichend. Ist ja auch die relativ hohe Arbeitsbreite und tragmäßig scheint es ganz gut zu sein, kann aber täuschen. Nö, ist nicht miserabel. Ist aber ein gekauftes Feld, das ist natürlich Glückssache in dem Fall. Bisschen Unkraut stand ja schon, obwohl das an sich ein Hexte gut egal ist, ne? Nur wächst der Mais auch nicht so optimal. Ja, wie gesagt, da kann man auf 6 gehen. Das Feld Nummer 20 ist ein bisschen weiter weg, das will ich dann entsprechend mit Dings machen, ne? Mit Häcksler und mit 3 oder 4 Abfahrer. Je nachdem, wie das klappt. Fangen wir 2 an und dann geht es weiter mit. Es gibt ja irgendwie ein DLC, der jetzt im Frühling kommen soll, mit dem Mais-Symbol. Das könnte so ähnlich sein, ne? Vom Prinzip her. Aber keiner weiß genau. Damit man nicht vorher weiß, was man kauft. Das könnte ja sein, wenn man das vorher wüsste, dass man sagt, okay, das lohnt sich nicht, da lasse ich hingehauen. Ich kaufe es erstmal nicht. Ich werde einzeln entscheiden, was für mich entscheidend ist, was ich brauche. Die bisherigen DLC, die jetzt gekommen sind, hätte ich garantiert die 3 nicht gekauft. Also wir haben so genügend Geräte zur Verfügung, da brauchen wir kein Produkt, was man da im Prinzip da extra machen. Ballenpresse wäre interessant, aber wie gesagt, wir brauchen immer Traktoren und dann macht es ja eher Sinn, dass wir eine Ballenpresse anhängen und dann den Traktor auch anderweitig nutzen, ne? Als wenn man komplette Einheit komplette Einheit, die dann immer rumsteht, ne? So könnte man theoretisch immer die Geräte anderweitig nutzen, ne? Traktormäßig jedenfalls. Ich müsste eigentlich noch Feldnummer, keine Ahnung, da oben 32 müsste ich noch gruppen. Wenn wir gleich mal machen. Lassen. Die müssten noch zum Hof gebracht werden.
Dazu bräuchten wir einen freien Traktor. Das ist ja mit Pflegebereifung. Den könnte man nehmen. Haben wir hier irgendwo, glaube ich, oder muss es gepflügt werden? Was sagt die schlaue Karte? Unkraut, also Unkraut ist in, also muss nicht gepflügt werden. Also, Gruppe. Aber wiederum, wir könnten auch Gerste aussehen, ne? Und auf dem kleinen Feld Maisfelder, Hafer im Frühling. Theoretisch. Die Seemaschine ist auch nicht hier. Die haben garantiert noch auf Dings dazu stehen. Ja. Fahren wir hin, holen wir die Seemaschine. Zum Starthof, ne? Kühe entwickeln sich auch. Jetzt, wo sie optimale Futter haben, verbessert sich Gesundheit sicherlich. Und dann werden sie auch bald Milch geben. Mal sehen, welchen Rhythmus wir jetzt füttern müssen. Ich glaube, jeden Tag einmal eine ganze Ladung. Was so weiter nicht schlimm ist. Bei 90 Tieren. Später werden wir sehen, wenn wir hier rumfahren. Nee. Hier auch nicht. Beim Händler, ja. Hier müssen wir abbiegen. Das gab es ein Update von Lenkung? Ich weiß gar nicht. Er geht nicht so gut. Da ist ja doch die Seemaschine. Ich muss noch einiges rüberfahren. Also Maisfeld wird gepflügt werden müssen. So, mal gucken mal. Wir hatten hier Erste. Da haben wir Weizen gehabt. Weizen. Ja. Sieht's gut aus. Bei Hafer wäre besser, ne? Das ist der Mod für. Da wäre es ein bisschen besser. Und nach Mais ging Hafer auch. Ja, auch eine Gerste. Zucker geht hier sowieso nicht. Ich brauche Weizen, Gerste. Wird es nicht mehr gehen, das ist schon vorbei. Ich fahre es mal zum Hof. Dann kann ich ein bisschen offline die Ballen pressen. Oder auch nicht. Je nachdem. Was sagt die? Ja, passt. Müssen wir noch Dünger kaufen und Saatgut. Im Hof.
Aber wie gesagt, tendiere eher dazu, dass doch ein Frühling SH vor allem sehen werden. Dann lieber Gerste über beim Maisfeld. Das könnte man auch direkt ja machen, nur entsprechend. Na, Lenkung, ich hau mich hin. Müsste repariert werden. Ich habe ja hier so ein Reparaturdings da gehabt. So ein. Da müssen wir nicht in die Halle reinfahren. In der Halle ist nämlich ganz bescheiden, weil da mit Traktor wird es gehen. Aber draußen wird es besser. Da wäre eine Option, weil dann nur tanken und waschen. Ah, hier ist ungünstig. Oder hier. Machen wir einmal hier und einmal hier oben. Kommen wir noch kurz hingefahren. Oh! Habt ihr es gesehen? Gleich sauber. Wie praktisch. Und repariert. Und Lackzustand. Abgezogen was? Keine Ahnung. Gut. Ton ist. Also ich höre zu wenig. Ich brauche den hier auf jeden Fall für unsere Felder. Da wo meist es. Machen wir hier weiter, ne? Von der Fruchtfolge ist es besser, wir machen erst das andere Feld mit Hafer im Frühling. Und hier machen wir dafür Gerste rauf, das bringt ein bisschen mehr Ertrag bekommen. Aber hier muss sie kalt werden und sicherlich da Düngen machen wir mit der Saat, ne? Düngen wir der Saat. Und kalken wir mal vorher. Oder kurz danach bei der Saat. Das geht auch, bevor das hier keimt, ne? So. Da können wir nicht so schnell fahren. Kommt nicht hinterher. Aber die Lenkung schwer. Zente 0,6. Ah, guter Wert. Die Ballen werden wir für die Kühe nehmen erstmal und dann mal schauen. Die
das andere Feld 120 eine BGH gut gebracht werden kann. Auf die Grasbahn, ne? Aber das ist Mais, Frischmais. Wir werden müde, sind dann kann ich jetzt erstmal halb achte. Wenn das echt so wäre und das wäre Wasser würde entstehen in der Ecke, dann würde der hier absaufen, ne? Beziehungsweise die Bäume würden sterben. Dauer. Das vertragen die nämlich nicht. Das können die nicht ab. Alles so. Irgendwie schwimmt die Bahnpresse. Zack. Mann. Ich bin husten nicht los. Entschuldigung dafür. Dann müssen die Soundgeräusche sein von 19er. Den 22er habe ich noch nicht gehört. Oder ich täusche mich jetzt vielleicht. Mit die Krähe jedenfalls. Dann muss ich ja gleich mal die Ballen sammeln und dann kann ich die Flügen erst beziehungsweise kalmen. Oh Mann, bisschen Abo gegessen und gleich müde. Wollen wir mal einen Kaffee machen, ne? Den vor allem Cappuccino. Für Schweine müsste ich eigentlich Körnermais machen. Auf die Tür werden keine Schweine mehr kommen. Ich wollte eigentlich mal in einen Hof gucken. Was haben wir jetzt über Zeit? Das werden wir nächstes Mal machen, ne? Ich wünsche mal schön frohes Neues, ne? Heißt ja doch gleich. Kam nicht drauf. Gibt da jemand, der sagt mir, ihr müsst bis zum Schluss zu hören und da kommt auch nichts mehr raus. Geht um heißen Brei. Oh, ja. Wir so schnell. So, die Show, das sollte schon weiter gewesen sein. Ich mache den Rest hier fertig und dann schauen wir nächstes Mal, wie es weitergeht. Tschüss und nochmal frohes neues Jahr.